Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, mit dem versprochenen Trasar-Video. Ja, am Freitag kam es ja nicht, weil wir ja das Video gemacht haben, FRR-Vorbereitung, wie bereitet man sich vor, benutzt man den Optimizer, benutzt man ihn nicht. Ja, wer sich das Video noch nicht angeguckt hat, kann sich das auch gerne angucken. Und ja, wir kommen aber zu Trasar. Ich habe Trasar beim FRR extrem getestet. Ich habe ihm verschiedene Runenbilder gegeben. Ich habe ihn auf Vio geruhnt. Ich habe ihn auf Despair geruhnt. Ja, und genauso habe ich ihn auch einfach mal auf Broken geruhnt, ja. Das werdet ihr aber auch alles sehen. Ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten für euch. Ja, ich habe ihn im Raid getestet. Ich habe ihn in der Realtime-Arena getestet, in der normalen Arena getestet und auch bei Giants mal getestet. Da habe ich ihn einfach mal reingepackt, um euch auch zu zeigen, wie er vielleicht da ist. Das Einzige, was ich nicht getestet habe, was ich einfach nicht geschafft habe oder einfach nicht dran gedacht habe, weil ich da mal ganz kurz unterwegs war, war Guild War. Ich wollte ihn wirklich im Guild War testen, aber ich konnte es nicht aufnehmen, ja, aufgrund, dass ich halt unterwegs war. Ich war einkaufen, ja. Gut, aber trotzdem habe ich hier viel gezeigt und da könnt ihr euch auch ein kleines Bild machen, ob er gut ist oder ob er nicht gut ist. Ihr könnt auch, wenn ihr Trasar nicht habt, das ist überhaupt nicht schlimm, ja, vielleicht habt ihr den Wind, ist ungefähr das gleiche, außer die Passive ist ein wenig anders. Bevor ich diese Passive vorlese, die total blöd geschrieben ist, also wirklich extrem blöd geschrieben ist, erkläre ich euch die Passive mal, ja, in meinen Worten. Diese, ja, dieses Gewicht, diese Kugel, die da bei ihm da auf der Schulter ist, wirft er bei der zweiten Fertigkeit hoch. Ja, die wirft er hoch, das heißt, es passiert in der Runde, wo er die hochwirft, gar nichts. Das werdet ihr natürlich auch sehen, ja, hier im Video. Die Passive, ja, verhindert, dass wenn diese Kugel irgendwo in der Luft ist, ja, also diese zweite eingesetzt wird, verhindert den Tod, ja. Das bedeutet, er kann nicht, ja, sterben, kann er nicht, ja. Da erhält er null Damage. Er behält einfach null Damage und stirbt nicht. Bei dem Wind, bei der Windvariation steigert sich die Defense. Ich glaube um 50%, bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube um 50% steigert das die Defense, verhindert nicht den Tod, sondern den Defense-Wert. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Fertigkeit, ja, die sich ja dann aktiviert halt mit dieser passiven halt. Wirft die Waffe in den Himmel, ja, habe ich ja gerade gesagt, und teilt den Schaden mit allen Feinden entsprechend deiner Max-HP. Das heißt, wir brauchen extrem viel HP. In der nächsten Runde. Dieser Angriff kann nicht gekontert werden. Das bedeutet, er kommt dran, wirft die Kugel hoch, er kommt wieder dran, ja, wenn er wieder an Zug ist. Ja, ob ihr ihn auf Vio spielt, könnte es natürlich ein Proc sein, ja, dass er einfach mal eine zusätzliche Runde bekommt. Wenn nicht, müsst ihr eine Runde warten. Und dann macht er diesen Damage an allen. Das ist ein AOE-Damage. Das heißt, alle Gegner bekommen diesen Damage, je nachdem, wie viel HP ihr aber auch habt. Dann hier Eiswurf. Greift den Feind an und reduziert die Angriffsleiste um 30% mit einer Chance von 50%. Das Ganze ist auch gesteigert. Ich habe hier auch Full Skill Up, ja, also Full Skill Up. Wir haben den hier die ganze Zeit getestet mit Full Skill Up. Und ich würde einfach sagen, ja, wir gehen einfach mal, ja, zu dem Abspieler. Zur Leader-Fertigkeit noch ganz kurz. Er ist auch nicht schlecht, ja, dafür, dass es ein Tanky-Monster ist, hat er auch noch eine Tanky-Leader-Fertigkeit überall. Ja, das finde ich auch sehr gut. Erhöht die HP-Verbindung um 22%. Das ist nicht so viel, das ist aber auch ein 4-Star. Und es gilt überall, was nicht schlecht ist. Ja, wir gehen einfach mal zum Abspieler. Und danach melde ich mich einfach wieder und sage, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und ja, so ganz kleine Dinge, die mir halt wirklich an ihm aufgefallen sind. Und ja, ab geht's. We'll be right back.
So, ihr habt diesen kleinen Einspieler hier gesehen und ihr seht auch, ich habe mich für die Despair-Variante entschieden, nicht für die Vio-Variante, die ich natürlich auch cool fand, liegt aber auch daran, ich habe ihm gar nicht so gute Runen mehr gegeben. Ja, warum habe ich ihm nicht mehr so gute Runen gegeben? Warum ist er jetzt so slow? Ja, ihr habt natürlich im Abspieler extrem schnelle Trasars gesehen, ja, auch Tanky-Trasars natürlich, ja, mit mehr ACC und so weiter. Liegt einfach daran, mir hat er ehrlich gesagt gar nicht so gut gefallen. Ja, wo er mir richtig gut gefallen hat, war im Raid. Echt geil, richtig guter Damage, aber da muss man auch wieder dazu sagen, ja, der erste, ja, wenn er meistens nutzt er ja den ersten, weil die Cooltime einfach viel zu lang ist. Ob das in der Realtime-Arena ist oder ob das bei Raid ist, ist die Cooltime von dieser Fertigkeit meiner Meinung nach viel zu lang. Deswegen werde ich ihn auch nicht im Raid nutzen, ja, weil dieser Damage vom 50k kommt einfach zu selten, ja, er kommt zu selten dran. 1 bis 3 Mal in einem ganzen Raid-Fight benutzt er diese Attack und ansonsten macht er 1 bis 2k Damage. Das ist einfach mir ein bisschen zu wenig und deswegen werde ich ihn, ja, nicht wirklich nutzen. Wo ich ihn vielleicht mal noch nutzen werde, ist mal im Guild War oder sowas.
mit einem Attack-Buffer oder sowas, aber ansonsten nicht. Deswegen diese Runen und keine mega geilen Runen mehr. Man kann aber hier aus den aktuellen Runen auch noch viel rausholen, weil hier ist gar keine Rune irgendwie mit Schleifstein oder whatever. Außer die hier, glaube ich. Ja, genau, die hier ist an sich keine Rune irgendwie verbessert. Und ja, was hat mir denn besonders, wie gesagt, gefallen? Ja, das war natürlich Raid. Was hat mir auch noch gefallen? Die Kombi natürlich in der Retam-Arena mit Garni und ihm, da hat mir auch noch sehr gefallen, hat auch sehr Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, aber dafür muss Garni und der Trazar auch durchkommen in der Retam Arena. Ansonsten, wie gesagt, die Cooltime ist zu lang. Was mir auch noch gefallen hat, ja, hier mit den 30% auf Vio, ja, das war, wenn er vielleicht einen Additional Turn bekommt, ja, diesen Eiswurf halt benutzt, dann nochmal Additional Turn, nochmal diesen Eiswurf benutzt. Und das auch klappt natürlich, wenn man 4 ACC hat, ja, und das dann 60% des Angriffsleiste halt so zurückgesetzt hat, ist auch noch eine coole Sache. Finde ich nicht schlecht. Was auch noch cool war, zum Beispiel auf Despair, ja, es ist ja ein AOE-Attack, ja, beziehungsweise AOE halt, ja, auf alle Gegner. Macht er hier diesen Schaden und lässt seine Kugel hier runterfallen. Und wenn die dann natürlich auf Despair gestunt sind, ja, wenn man ihn natürlich auf Qual geruht hat, wie ich ihn aktuell natürlich auch geruht habe, hat mir auch noch sehr gut gefallen. In Giants oder sowas habe ich einfach nur mal so reingemacht, da war er jetzt nicht so pralle. Also mit 14, ich glaube mal 14.000 oder sowas, was er da gemacht hat, also ist wirklich nicht viel und hat sich jetzt nicht so unbedingt gelohnt, aber ich wollte das mal mit reinbringen, damit ich ihn da auch mal zeige. Ja, und in der Arena, nicht so wirklich, also vor allem nicht für eine Offense. Wo ich ihn vielleicht noch sehe, ist eine Defense gegen irgendwelche Lucian-Teams oder sowas. Aber selbst da muss man halt überlegen, ist die KI so schlau oder ist die KI nicht so schlau? Was mir auch noch aufgefallen ist im Raid, wo ich ihn ja da im Raid reingepackt habe, er hat als allererstes, der Raid-Boss, also es hat angefangen mit dem Raid und er hat als allererstes den Eiswurf gemacht, anstatt hier seinen Atlasstein, was ich auch nicht so cool fand von der KI her. Und das war jedes Mal so, also entweder das war Unluck oder nicht, aber ich habe ungefähr 8-9 Runs mit ihm hier gemacht und jedes Mal hat er am Anfang des Raides diesen Eiswurf hier benutzt, ja, anstatt hier gleich den Atlasstein hier hochzuwerfen, dass sich die Passive auch aktiviert und dann natürlich in der nächsten Runde diesen Atlasstein oder Gewicht, wie auch immer, runterfallen lässt. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber ansonsten, ja, man muss halt selber wissen, ob man ihn nutzt oder nicht. Wer ihn nicht hat, ja, an sich, der Wind, die Windvariation kann genau das Gleiche, außer die Passive ist anders. Ich glaube, 50% mehr Defense statt Verhindern des Todes hat der im Wind. Ja, diese 50% mehr Defense, ja, wenn dieser Atlasstein hochgeworfen wurde. Aber ansonsten ist es an sich das Gleiche. Man kann auch mal gucken, hier der HP-Wert sind 11.700 bei der Windvariation, wo wir hingehen. Ich habe die Windvariation nicht, deswegen müssen wir mal hier gucken. Ist der Max? Ja, der ist Max. Der hat 11.205 HP mit weniger Speed. Ist das weniger Speed? Nee, genauso viel Speed. Ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr diesen Trazar oder die Windvariation halt findet. Ja, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr den nutzen würdet persönlich oder nicht. Wie gesagt, wenn ich ihn bräuchte im Raid, würde ich ihn nutzen. Aber ich kann auch echt ein anderes Monster reinstellen, was mit der ersten Attack ein bisschen mehr Damage macht. Wie zum Beispiel mein Feuermonkey oder sowas, der dann im Insgesamten genauso viel Damage bringt, wenn nicht sogar mehr. Und die Leaderfertigkeit mit 33% Defense auch noch mitbringt, weil Trazar nutzt uns von der Leaderfertigkeit, ja, die auch 22% HP sind, was auch noch cool ist, ja, überall 22% HP, egal wo ihr ihn einsetzt. Aber 33% im Raid sind da schon mehr wert als vom Trazar hier diese 22% HP, weil man bekanntlich arbeitet immer mit Rest, Crit Rate und Defense im Raid. Außer man hat irgendein Speed-Raid-Team. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, ja. Also, ich danke euch hier natürlich fürs Zugucken und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich habe extra so einen Zusammenschnitt gemacht, damit ich euch wirklich das Potenzial von Trazar zeigen kann. Und an sich kann man das Gleiche auch für den Wind sagen. Und ja, ich danke euch fürs Zugucken, haut rein und viel Spaß und eine wunderschöne Woche. Ach so, übrigens, jetzt die kommende Woche werden natürlich nicht so viele Videos kommen, wie jetzt gerade die aktuelle Woche. Ich hatte in der aktuellen Woche jetzt Urlaub. Ja, wer es vielleicht gemerkt hat, ich habe jeden Tag ein Video hochgeladen. Das kann ich natürlich nicht so beibehalten. Trotzdem werde ich mich bemühen, 2 bis 3 Videos natürlich in der Woche immer zu machen. Also haut rein und tschüss!